Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Folge unseres Podcasts im Richard-Wagner-Verband. Wir bleiben noch einmal beim Thema der Fliegende Holländer. Die Premiere steht kurz bevor und ich freue mich, dass nach dem Holländer heute die Senta unser Gast ist, Kelly Gott. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Herzlich willkommen. Ja, Dankeschön. Wenn man sich die Senta mal genau anschaut, also es ist eine Frau, die fasziniert ist von einem Mann, den sie eigentlich nur von einem Foto kennt. Dann sieht sie ihn live auf einmal vor sich stehen und ergibt sich ihm treu bis in den Tod. Das ist ja nicht schon auch ein bisschen eine ungewöhnliche oder seltsame Verhaltensweise. Was würden Sie sagen? Also was ist die Senta für eine Frau, was motiviert Sie und wie würden Sie Ihren Charakter vor allem beschreiben? Also wir haben hier in Hannover haben wir, also ich zusammen mit Bernd Mottl, der Regisseur, die Senta gestaltet als ein junges Mädchen, was sich absetzt gegen alles und jeden und die ganze Welt und was anderes möchte und möchte gerne ausbrechen aus dieser Welt, wo sie drin lebt. Und die einzige Chance ist für sie den Holländer. Und wenn es dann heißt, dass der Holländer tatsächlich lebt, wenn sie ihn kennenlernt, sie entdeckt ja erst später, ganz zum Schluss, wenn er sagt, ich bin der fliegende Holländer, wo sie dann sagt, okay, jetzt gehe ich mit. Aber sie hat natürlich schon, wenn sie ihn sieht, spürt sie natürlich schon eine bestimmte Faszination, eine Anziehungskraft. Und deswegen weiß sie ganz genau, ich möchte mit diesem Mann in den Tod. Glauben Sie, dass die Senta den Holländer als Mensch, als Mann in irgendeiner Form liebt? Oder ist es nur ein Sinnbild ihrer Sehnsucht, ein Sinnbild ihrer Träume? Ich glaube insofern, dass es Liebe ist, dass sie den Wunsch hat, dort wegzukommen, den Wunsch in den Tod zu springen, dass das die Liebe auslöst zwischen den beiden. Also man sieht nicht wirklich, am Anfang das riesige Liebesduett zwischen den beiden, aber man sieht eigentlich nicht zwischen den beiden, dass es Liebe ist. Also es wird nicht gezeigt. Also es ist nicht so, dass wir knutschend über die Bühne rollen und das nicht. Aber es ist halt ein Pakt, was die zwei schließen. Und sie ist ja die einzige Frau bis jetzt, die tatsächlich sagt, ich mache das, ich gehe mit dir mit. Es ist Ihre erste Senta, wenn ich richtig weiß. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet? Naja, erstmal musikalisch. Man bereitet sich da, man muss sich sehr gut vorbereiten, weil Senta ist, ich denke mal, von Wagner eine der schwierigsten Rolle, die es gibt. Also ich habe vor 10 Jahren, sagte mir schon jemand, du musst die Senta mal singen. Und ich habe gedacht, nein, da muss man stimmlich und emotional, man braucht eine bestimmte Reife, um das singen zu können. Und also ich habe mich sehr gut darauf vorbereitet, durch selber erstmal die Noten natürlich zu studieren und es dann im Hals zu singen während den Proben und mit dem Dirigenten und ja. Und natürlich auch, man guckt natürlich auch, man versucht schon vorher, bevor man mit einem Regisseur arbeitet, wie man selber die Senta sieht oder wie man bestimmte Rollen sieht. Aber eigentlich finde ich es immer am schönsten. Ich bin froh für jede neue Rolle, die ich mit einem Regisseur angehen kann, weil dann ist man ganz offen und man kann, wenn man schon eine Partie gesungen hat, hat man schon eine bestimmte Tendenz, irgendwohin sich ziehen zu lassen. Und wenn man das zum ersten Mal singt, ist man total offen und hat carte blanche sozusagen, um alles zu machen, wie der Regisseur und wie ich es gerne sehen möchte. Wir kennen Sie ja in Hannover in großen Wagner-Partien als Elisabeth im Tannhäuser und als Sieglinde.
Wie würden Sie die Schwierigkeiten der Senta, vor allem die stimmlichen Schwierigkeiten, ein bisschen im Kontrast oder im Vergleich zu diesen beiden Partien beschreiben? Es ist, Senta steht für sich, das ist ganz anders als, als Elisabeth Tannhäuser oder als die, als Sisi Glinde. Es ist sehr dramatisch, jedoch muss man es sehr lyrisch versuchen zu singen. Wenn man sich von Anfang an da dramatisch drauf einlässt, dann wird es, glaube ich, immer schwieriger. Es ist eine sehr herausfordernde Partie. Also es fragt schon etwas von einer Stimme und auch von Kondition. Und es ist anders als bei Sieglinde. Sieglinde ist auch nicht so lang, zum Beispiel. Und Sieglinde ist, glaube ich, die lyrische Partie ungefähr, die es mit Eva, glaube ich, die es gibt von den Frauenrollen. Also Senta ist dann schon sehr, sehr dramatisch. Es ist eine kurze Oper, aber für alle Beteiligten sehr anspruchsvoll. Also die Senta als ein weiterer Schritt hin zu dramatischeren, größeren Partien. Mhm. Wenn Sie mal versuchen, ein bisschen auch was Ihre eigenen persönlichen Wünsche angeht, in Ihre Zukunft zu schauen, nicht nur auf Wagner, gerne auch, aber nicht nur auf Wagner bezogen. Glauben Sie, dass Sie sich weiter in die Richtung dramatischer Partien entwickeln werden? Und was wären Partien, die da absolut oben auf Ihrer Wunschliste stehen? Ja, ich glaube schon, dass man sich immer weiter entwickelt, wenn man die Stimme richtig pflegt und das, was genau richtig ist, singt. Also nicht zu früh, zu schnell die große Partien. Deswegen finde ich es auch richtig, dass ich erst jetzt die Senta singe. Und wenn man das so langsam entwickelt, dann entwickelt man sich auch in eine dramatischere Stimmlage sozusagen. Und naja, eine meiner Traumrollen ist die Isolde natürlich. Das würde ich gerne mal, wenn wir dann über Wagner sprechen, würde ich gerne mal die Isolde singen. Na, dann sind wir mal gespannt, wann und wo wir Sie das erste Mal als Isolde auf der Bühne sehen. Für heute sage ich noch einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Toi, toi, toi für die Premiere in ein paar Tagen. Und ich sage auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.